Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar heute gibt es einen Vlog, und zwar gehen wir gleich zum Hafengeburtstag in Hamburg. Da ist heute Abend um 21.30 Uhr ein Feuerwerk. Nicht zu vergessen, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Schaut doch gerne auf Insta vorbei, die Schallerzeuger hier. Da kommt eigentlich täglich irgendwelche Stories von einem Müll. Genau. Muss ein ganz Teil sein. Und noch ganz schnell Eigenwerbung. Wir haben jetzt einen zweiten Kanal, vielleicht haben das Leute auf Insta noch nicht gesehen. Die Ferris. Genau. Auch nochmal hier eingeblendet. Mit Real-Life-Content, schaut auf jeden Fall vorbei, Leute. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir müssen noch kurz zu mir fahren. Ich habe nämlich, wie ihr seht, keine Weste an. Er hat eine Weste an. Und ich will mir das gleiche Stück auch noch umhängen. Wir haben aber jetzt noch Zeit. 20.07 Uhr, in anderthalb Stunden knapp beginnt der Lachs. Bus kommt in 6 Minuten. Wir laufen und gehen ungefähr 10 Minuten. Darum yep, passt zeitlich extrem gut. Und ich habe irgendein Tier auf meiner Hand. Oh, let's go. Ist schon Mai. Langsam kriegen wir wieder Bock auf Feuerwerk. Warum? Erstes Feuerwerk dieses Jahr. So, wir sind mittlerweile im Bus angekommen. Wir sind gleich, müssen bei mir bald, das dauert noch ein bisschen, aber immer noch gut Zeit. Es ist jetzt 20.24 Uhr, haben uns hier gerade noch schöne Funke-Sachen angeguckt. Sieht man das? Ja. Ja. Mit Weste und Müll am Bestück geht es los, wie der Bus zum Werk ist. Hamburg, feierst du das? So, wir sind jetzt am Bahnhof. No. Fahren jetzt. Mit der Bahn. Gehen zur Bahn, fahren dann mit der Bahn und dann alles gut. Dann gibt's bum bum bum. Naja, Feuerwerk. Wir haben noch nicht mehr mal so viel Zeit. Es ist schon 20 Uhr. Oh, wenn man sehen würde hier. Vielleicht. Da oben sieht man es vielleicht, ja. 20.53 Uhr. Machen wir ein bisschen Zeitdruck. Diese Cappy zieht mich sehr an. Oh, wir sind jetzt am Hauptbahnhof in Hamburg. Das Feuerwerk beginnt in 9 Minuten und wir fahren. Der will hinfahren. Scheiße. Wir fahren da 5 Minuten hin. Wir sind genau um halb da, wo es beginnen soll. Das wird ein bisschen krachen. Ich hoffe, es hat Verzögerung, sonst wären wir massiv am Arsch. Ja, kann man so sagen. Egal, wir filmen dann aus dem Zug. Scheiße. Ja, wir hoffen mal, dass es funktioniert. Oh Gott, es klappt. Die Züge halten nicht bei der Station, wo wir aussteigen müssen. Wir müssen eine vorher aussteigen. Und werden wahrscheinlich alles verpassen. Digga, guck mal, wie voll das ist. Der Vlog ist so voll. Scheißdreck. Wir wissen noch nicht, wo wir hin müssen. Und das Feuerwerk ist eigentlich schon seit 2 Minuten begonnen. Da oben sieht man das. Wir haben es geschafft irgendwie. Viel Spaß. Brennt Explosion, wir kommen da leider nicht hoch. Wir lassen uns da nicht mehr hoch. Standen von alle meiner Klasse. Ja, Junge.
Scheiße, die wollen uns wieder klein halten. Was ist denn für ein Feuer, da können wir mal gucken, ja. Direkt neben der Ampel. Wie bitte? Man hört Schiffdinger, wie heißt das Scheiße? Hupen. Und da, wie seht ihr unsere Location? Der kommt da nicht hoch. Man hätte da hochkommen zu müssen, welche scheiß Tickets kaufen müssen. Wussten wir natürlich nicht. Da haben wir so einen Kackplatz, Feuerwerk an sich. Johannes, ich weiß nicht, ob das schon fertig ist, aber es ist Katastrophe, finde ich. Keine Ahnung. Fand's okay. Letztes Jahr war besser, aber man sieht ja doch nicht alles. Und da unten waren, man sieht so dieses Blaue da, da waren auch irgendwelche Effekte noch, kann man gar nicht sehen, wann hier der Quatsch. So, wir stehen hier jetzt nochmal an der Elbe. Kap San Diego hier, San Diego, kennst du bestimmt. Da drüben war das Feuerwerk, war leider sehr niedrig, weil wir nichts sehen konnten. Es wurde gesagt, hier ist es überfüllt, wenn du welche im Ticket können. Yep. Man sieht es, hier waren ungefähr 15 Leute überall, als wir gerade hoch konnten. Und da hinten ist so eine Bühne mit Musik, da gehen wir gleich nochmal hin. Wasser. Abschließende Worte. Wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Es war Quatsch, dass die Station dann gesperrt wurde oder beziehungsweise nicht befahren werden durfte. Oder dass da keiner aussteigen durfte, wie auch immer. Aber Feuerwerk, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt viel verpasst haben. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen gehört, wie Heuler oder so. Ja. All in. Bisschen mager, letztes Jahr war auf jeden Fall besser, genau. Aber wir hoffen nicht, dass wir ein bisschen Impressionen davon geliefert bekommen haben. Genau, damit würde ich sagen, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.